Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei Dark Souls 2. Gleich geht es weiter im Schattenwald, aber vorher möchte ich noch mal ein bisschen Backtracking machen. Ich möchte wieder mal nach NPCs und versteckten Wänden suchen. Und zwar geht es diesmal beim Leuchtturm weiter. Beim Flammenturm. Und dann mache ich, glaube ich, auch noch die Niemandswerft und dann geht es weiter. Das schneide ich euch grundsätzlich wieder raus. Ich wollte nur noch sagen, dass ich auch jetzt mal die ganzen weißen Typen umnieten werde, die da auf dem Boden sitzen. Einfach mal, um zu sehen. Ja, sie ist... Hier kommen wir nicht mehr durch, das ist klar. Da müssen wir doch wieder einen anderen Weg wählen. Also, das heißt, den anderen Weg, wir müssen über das Leuchtfeuer gehen. Ich werde auch die ganzen weißen Typen umnieten, das wollte ich jetzt ruhig nur sagen. Ich werde es aber rausschneiden, da ich nicht erwarte, da irgendwie großartig noch was Wichtiges zu kriegen bei denen. Also, es sind ja doch relativ viele, sind die ist nicht ein Einzelner, wo jetzt irgendwie andeuten würde, dass er was Spezielles fallen lassen wird. Aber gut, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich damit durch bin. Wenn ich was finde, werde ich euch das natürlich reinschneiden. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wir haben hier eine Statue gefunden und ich will jetzt gerade mal schauen, wie viele von den Zweigen wir haben. Wir haben 4 Stück. Also wir können hier eigentlich ohne Probleme einen verballern. Ich glaube nicht, dass wir noch 4 finden werden. Das ist ein Gegner. Ich glaube ja, das ist ein Ertrunkener irgendwie. So ein Halunkenfieser. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Was bist du denn? Der hat aber halt schon einen fetten Schild. Ich glaube, den hatten wir noch nicht gesehen. Ist auch ziemlich aggro. Aber dafür übelst langsam. Macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Wir sind natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen zu hoch für ihn. Das Gift tickt ihn auch schon langsam runter. So. Eine Estus-Flakon-Scherbe. Oh yeah. Kann man immer brauchen. Ist hier noch was? Eine Truhe? Ja. Keine Falle. Ritterrüstung. Ist wahrscheinlich relativ schwer, könnte ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite. Eine kaputte Tür. Alles klar. Dann war es auch schon. Es geht weiter in der Niemandswerft. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Hier war eine Geheimtür. In diesem Gebäude, ich weiß jetzt nicht genau, welches es ist, aber hier ist auf jeden Fall eine Geheimtür. Hier sind anscheinend ein paar Kisten drin. Ich habe außerdem nochmal 3 Menschenbilder gefunden. Das war jetzt nicht so außergewöhnlich, deswegen habe ich euch das jetzt nicht gezeigt. 3 Feuerbomben, was haben wir denn hier noch? Eine große Titanitscherbe, ja. Kann man immer brauchen, ne? Weil ich glaube, große, das sind wir jetzt schon durch mittlerweile. Naja, ich gucke hier nochmal ein bisschen weiter. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Hier war auch nochmal eine Geheimtür direkt irgendwie im Nebenhaus. Und ohne diese Nachricht angreifen benötigt, hätte ich das wahrscheinlich nie gemacht. Aber ich habe da irgendwas gehört, ein Geräusch. Und ich glaube, das war dieses Funkeldingchen hier. Dann was haben wir noch? Lebenssteine, große Seele, schwindende Seele, die ist für den Arsch. Nochmal eine Seele ohne Truhe. Was haben wir hier? Ein Ring des königlichen Soldaten, das ist interessant. Welcher ist das? Hier. Erhöht die maximale Belastung. Nicht schlecht. Wir sind jetzt auf 69%. Sind wir dann auf 62,2. Ja. Müsste man sich dann mal überlegen, wenn ich das nächste Mal meine Ausrüstung ändere.
man da nicht noch vielleicht was machen kann. So, hier ist wahrscheinlich nichts mehr. Dann gehe ich jetzt noch nach oben zu den Typen und dann noch zum Steg. Oh, ouch. Also oben zu den hässlichen Viechern und dann noch zum Steg. Und dann war es das hier. Also bis gleich. So, was ich jetzt abschließend noch machen möchte, wir haben hier diesen Carillion-Typen hier und der ist anscheinend relativ nutzlos für Magie-Unbegabte, wenn ich mir das so anhöre, was er zu sagen hat. Ja, kein Interesse an der Magielosen, genau. Deswegen würde ich sagen, wir bringen ihn einfach um, ne? Es war ein bisschen brutal, aber nur ein bisschen, deswegen. Werde ich doch. So, Schnauze hier. Ritualband des Nordens, das hört sich doch gut an. Plus 1. Erhöht Zauberaufladung, aber verringert TP. Gut, bringt uns nichts, aber ein Ring mehr in der Tasche. Warum auch nicht? Dann sind wir jetzt hier durch mit dem Backtracking und es geht weiter beim im Schattenwald. Oh, muss ich auch noch den Weg finden und versuchen nicht runterzufallen. Dann haben wir 15.000 Seelen, die wir für irgendwas Nutzloses verbraten müssen. Wie gesagt, ich möchte aus den Farming Runs, sag ich jetzt mal, oder besser gesagt den Backtracking Runs keine Vorteile ziehen, was Levels angeht. Deswegen kaufen wir uns einfach irgendwelche Sammlerstücke, ein paar schöne Ringe noch. Müssen wir dann mal gucken, wer noch welche hat. Erstmal die Scherbe abgeben. Dann musste ich die Fanchons ablegen, weil die Waffe in Gefahr war. Plus 7. Plus 6. So. Gute Dame. Nehmen Sie bitte die... Ups. Nehmen Sie die Scherbe. Dann gab es, glaube ich, noch mal eine Steinstatue in der verlorenen Festung da bei dem Leuchtfeuer, bei dem einen. Wenn ich mich richtig erinnere. Da und ansonsten fällt mir gar keine ein. Hier, sie hat die Ringe. So, was kaufen wir denn? Kaufen wir mal den hier. Macht Stimmen von Gegnern hörbar. Warum auch nicht? Schade, jetzt können wir uns den nicht mehr leisten. Hm. Nee, Köderschädel möchte ich nicht. Ich gern Prismasteine. Hm. Hat sie hier drüben vielleicht noch was? Titanitscherben. Na gut, dann kaufen wir halt einfach noch das Ding hier und dann ist es gut. So. Auf zum Schattenwald. Ich gehe jetzt hier nochmal durch, weil da war noch der Typ mit dem fetten Schwert. Den können wir vielleicht auch noch umbringen. Wenn er noch da ist. Und die andere Dame, die wir da aus dem Stein befreit haben, die müsste eigentlich auch noch irgendwo sein. Vielleicht hat die noch irgendwas zu sagen. Tatsächlich, hier ist sie. Der andere Typ ist irgendwie weg. Schade. Das ist ja super. Die hat auch noch Ringe. Feuerabwehr, Blitzabwehr, Finsternisabwehr. Die müssen wir alle kaufen. Und die hat auch solches Zeug, das die Abwehr stärkt. Super. I'm not sure where I might find my lord. But perhaps Majula is my best chance. Auf jeden Fall. Es gammeln eh alle schon darum, deswegen. So, wir brauchen noch 5000 Seelen.
Was nehmen wir denn? Tapfer, stolzer Ritter. Das sind, glaube ich, 3000. Probieren wir mal. Jupp. Dann machen wir nochmal eine von denen, hätte ich gesagt. Hervorragend. Und dann kaufen wir die ganzen Ringe ab. So, einmal. So, ich sammle ja gerne Ringe. Das ist in Dark Souls immer ziemlich cool. Da kommen wir jetzt nicht mehr durch. Das heißt, wir können zurück nochmal in Schula gehen eigentlich. So, unsere Ringsammlung vervollständigt sich langsam. Fehlen sicher noch einige. Aber wir haben auch schon viele. Giftresistenz leider nicht dabei gewesen. Das könnte nämlich hier dann im schwarzen Morast da unten, da könnte es nochmal nützlich werden. Würde ich jetzt sagen. So, wir haben 9 Estus. Das reicht eigentlich für alles aus, was wir machen möchten, glaube ich. Also 10 hat ja auch schon im ersten Teil eigentlich so ziemlich für alles ausgereicht. Auch in den schwierigeren Gebieten. Und hier kommen die Leuchtfeuer auch ein bisschen näher dran. Deswegen, ne? Hier hat eine spitze Schattenwald. Ich glaube, wir gehen in die überschattete Ruinen. Es gab ja beim anderen Leuchtfeuer auch noch eine Abzweigung. Da war einmal eine Tür. Und einmal war da sonst noch irgendwas, was blockiert hat. Wo ich jetzt aber nicht mehr genau weiß, was es war. So, wir sind von unten hergekommen. Dann gehen wir erstmal nach oben. Da ist nämlich Loot. Ohne Kiste da drüben. Schimmernder Lebenstein. Da ist eine Höhle. Und da ist auch nochmal Loot. Alles klar. Ist das jemand? Nee, ist nur ein Geist. Da lacht jemand. Da lachen überall welche Leute, irgendwelche Leute. Das hört sich an wie das Gelächter von dem einen Typen da bei den Gargoyles, dem Glocken. Oh, Curse. Ja, die lachen uns aus, weil wir gecursed werden wahrscheinlich. Ach, das sind hier auch diese ganzen Curse-Pötte wieder. Ne? Ist hier ziemlich weitläufig. Aber ich würde gerne einen von den Typen in die Finger kriegen. Die einfach mal so richtig die Ohren lang ziehen. Da ist die Kiste. Ja. Ach, die hat uns vorhin gecursed. So, man kann sie auch rumrollen, das ist gut zu wissen. Keine Falle. Oh. Oh. Einer von den Typen, die man nicht anvisieren kann. Muss ich mich erstmal wieder daran gewöhnen. Er ist schon hinterhältig, der Wald. Fossiler Drachenknochen. Damit kann man die Drachenwaffen, glaube ich, upgraden, war das. So, was haben wir denn hier noch? Abgesehen von verdammten Curse-Pötten. Ja, man muss ja hier immer auf die Schweine aufpassen. Die kann man wahrscheinlich auch nicht vergiften, weil es keine Menschen sind oder die überhaupt nicht leben. So, wir gehen jetzt hier erstmal nach rechts rum. Oh.
Zum Glück cursen sie nicht alle auf einmal, da habe ich ein bisschen Glück, wenn ich ehrlich bin. Ist sie offen? Natürlich nicht. Ist ein geiles Gebiet, gefällt mir sehr gut. Ist heimtückisch und muss echt aufpassen auf jeden Schritt. Hier stürzt bestimmt auch was ein. Was ist das? Ich bezweifle, dass es gut ist. Irgendwie. Achtung. Mal ein bisschen weiter weggehen. Oh, da oben. Da sitzt einer im Rollstuhl. Wie kommen wir denn da hin? Oh. Stiefel der Männchen. Das war das Giftteil, ne? Eigentlich haben wir doch sowieso immer was anderes angehabt. Oder nicht? So, das Ding ist erstmal weg. Ich glaube, das ist das Loch gesehen, das wir von oben. Das ist das Loch, das wir von oben gesehen haben. Mehr Loot. Oh, da kann man auch noch nach unten. Das ist richtig riesig. Duftzweig. Aha. Und wir sind wieder beim Leuchtfeuer. Kommen wir wieder rüber? Ne. Schade, Mist. Das heißt, wir müssen auch wohl oder übel nochmal. Kann man da nicht hochspringen? Das muss doch irgendwie gehen. Nein. Das heißt, wir müssen uns da nochmal runterfallen lassen. Das war jetzt ein bisschen doof. Aber ich habe einfach gedacht, ich habe da eine Abzweigung verpennt. Sind die Pötte wieder da? Wahrscheinlich schon, ne? Ne, die sind nicht da. Und nach hier ist es immer noch eingestürzt. Da holen wir uns unseren verdienten Lebensstein. Hochverdient, würde ich sogar sagen. Das ist aber angenehm, dass die Pötte nicht wiederkommt. Hier zumindest. Ah ne, wahrscheinlich, wenn wir tot sind, kommen sie wieder. Das war ja. Oh. Ach, Tag auch. Irgendwas kommt, glaube ich, auch noch von hinten. Also ohne Armvisieren, das ist echt für mich ein bisschen. Das kann ich nicht so gut. Okay. Da bräuchte man auch noch mal einen Duftzweig. Da ist eine Kiste. Und es scheint genau die gleiche Art von Typ zu sein wie der andere unten. Und der hat hier eine Kiste. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach. Beim einem Mal. Und da der die Kiste. Da der vor der Kiste ist. Ach so, sind Gegner. Na klasse. Oh. Da war ich irgendwie ein bisschen zu langsam. Ich hoffe, der ist jetzt immer noch lebendig. Und wir müssen ihn nicht nochmal einen Duftzweig verbrauchen. Das wäre übelst scheiße. Weil Luftzweige gibt es ja nicht so oft. Deswegen, ne? Genau, da war oben die Cursurne. Jetzt müssen die alle Dinge auch wieder da sein, denke ich. So ist es. So.
Erstmal euch zwei. Kann das sein, dass die aus den Urnen rauskommen? Man trifft sie auch echt scheiße. So, auf ein neues gegen den Typen. Ah, er ist immer noch lebendig. Das ist hervorragend. Er wundert mich auch nicht, dass der zu Stein verwandelt wurde. Scheint kein angenehmer Zeitgenosse zu sein. Und er kann cursen, also ne? Vielleicht hat er sich selbst gecursed. So, erstmal den Curse wieder runter ticken lassen, ein bisschen. Weiß ich, er scheint relativ schnell zu sein mit dem Angriff. Seelen. Blitzstein, nice. Da hinten sitzt einer wieder von den Pennern. So, Kiste. Ein Duftzweig ist da 12.000 Seelen wert. Ich hoffe, das ist auch, das hat sich gelohnt. Ja, da bekommen wir wieder einen Duftzweig. Das ist okay. Plus irgendwelche Löwzeug. Die ganzen Ritterhelme. Hm. Wie hieß das Zeug nochmal? Löwen. Ritterhelm haben wir hier noch. Ist nicht wirklich prickelnd. Gamaschen haben wir auf jeden Fall gekriegt. Drang Lake. Hier, Löwenmagierrock. Hat ganz gute Magieabwehr und ist relativ leicht, müssen wir uns merken. So. Machen wir erstmal die beiden Vasen platt. Weil das geht ja auch durch die Wände, durch das Zeug. Hurra für sinnlos. Würde ich sagen. Da kommt bestimmt ein Stein angerollt. Alles andere wäre eine... Würde mich sehr verwundern. So, hier oben.